Jo Leute, was geht? Hoffe alles okay bei euch. Heute gehen wir auf die merkwürdigsten Geschichten und Szenen von P. Diddy ein. Vor kurzem wurde ein Interview eines ehemaligen Bodyguards von Diddy veröffentlicht, wo er ein paar krasse Anschuldigungen gemacht hat. Er behauptete, dass Ja Rule und Diddy was miteinander hatten. Bei Diddy ist es aber nicht die einzige Geschichte, die über ihn rumgeht. Über keinen gehen so viele Geschichten rum wie über ihn. Wir gehen auf verschiedene Leute ein, die Geschichten über ihn erzählt haben. Darunter der Bodyguard Keith D und der Bruder von The Game, der ebenfalls ein paar krasse Behauptungen aufgestellt hat. Auch gehen wir auf einen kleinen Beef zwischen 50 Cent und Diddy ein, wo ebenfalls ein paar sehr verwirrende Aufnahmen und Bilder aufgetaucht sind. Noch dazu schauen wir uns die Stellungnahme von Diddy zu diesen Anschuldigungen an und ein paar Sachen, die der Rapper Nori über langfristigen Erfolg gesagt hat. Er hat was von zwei Türen zum Erfolg geredet. Er hat davon gesprochen, dass wenn man in Amerika Platin geht und anfängt richtig Geld bei Auftritten zu machen, Leute kommen, die anfangen jemanden Sachen anzubieten. Darunter das Beteiligen an homosexuellen Aktivitäten und Menschen. Wir schauen uns an, warum man Leute zu so Sachen überreden will und was man damit bezwecken will. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. When you platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you can walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. Seems like Puff and Tupac was like a couple. Now, Fifth, when you continuously call Puff gay. At Chris Knighty's wedding, he told me he'd take me shopping. 13, what were you saying? I went there to see the lifestyle. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. Bro, when Josh said, you don't want to come up in there, a lot of freaky stuff is going on. You gotta use your mind. Sean John Combs ist am 4. November 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geboren. Auch bekannt unter seinen Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy, Diddy oder Puffy. Er ist ein US-amerikanischer Rapper, Schauspieler, Plattenproduzent und Labelboss. Seine Mutter ist Janice Combs, ein Model und Lehrerassistentin. Sein Vater Melvin Earl Combs dient in der US Air Force und war ein Mitarbeiter des New Yorker Gangsterboss Frank Lucas. Diddy machte 1987 seinen Abschluss an der Mount St. Michael Academy. Er wurde 1990 Praktikant bei Uptown Records, wo er auch letztendlich eine Stelle als Talentdirektor bekam. Er half bei der Entwicklung von Mary J. Blige, Usher und vielen weiteren. Nachdem er 1993 von Uptown gefeuert wurde, gründete er sein Label Bad Boys Entertainment und nahm den damaligen Newcomer Christopher Wallace, besser bekannt als Notorious B.I.G., unter Vertrag. Don't think shit, think big gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans games in Brooklyn. Seit einer langen Zeit ging Gerüchte über P. Diddy rum. Immer wieder tauchen Bilder, komische Szenen oder Aussagen von alten Weggefährten auf, die sehr verwirrend sind. Einer, der immer wieder Geschichten über Puffy erzählt, ist sein ehemaliger Bodyguard. Er erzählt von einem Tag, als er mit Diddy in Atlanta unterwegs war. Sie waren in einem Erotikshop. Sie gingen rein und Diddy fing an, Sachen von den Regalen zu nehmen und in eine Tüte zu stecken. Als der Bodyguard zu ihm kam, bemerkte er, dass er schon eine ganze Tüte mit Spielzeug gefüllt hatte. Es waren Sachen, die nicht nur für Frauen genutzt werden. Da sie Freunde waren, fragte er ihn scherzhaft, was er damit machen will, worauf er ihm sagte, er soll sich um seine Probleme kümmern. Als er zahlen wollte, zeigte er dem Typen an der Kasse nicht mal, was er gekauft hat, sondern drückte ihm einfach einen Batzen Hunderter an die Hand und ging. Sie flogen von Atlanta nach North Carolina. Später gingen sie zu viert in ein Hotel. Zwei Jungs und zwei Frauen. Einer dieser Jungs war der Rapper Ja Rule. Am Abend kam Ja Rules Cousin an die Tür der Präsidenten-Suite und wollte Ja Rule sprechen. Der Bodyguard verweigerte ihm jedoch den Zutritt, wo es dann zu einer kleinen Rangelei gekommen ist, die Diddy und Ja Rule mitgekriegt haben. Beide kamen halbnackt aus dem Zimmer raus. Ja Rule ist laut geworden und hat den Bodyguard gefragt, was er da macht, da der Junge an der Tür sein Cousin war. Als Diddy fragte, was los ist, sagte ihm der Bodyguard, er wollte ins Zimmer rein, worauf Diddy Ja Rule angeschaut hat und nichts mehr dazu gesagt hat. Ja Rule sagte seinem Cousin, glaub mir, du hättest da nicht reingehen wollen. In dem Zimmer gehen verrückte Sachen ab. Der Bodyguard sagt es nicht direkt, aber deutet an, dass Diddy und Ja Rule sich nicht nur mit den Frauen vergnügt haben, sondern auch miteinander. Bro, when Ja said, you don't wanna come up in there. A lot of freaky stuff is going on. You gotta use your mind. What they was doing with those butt plugs. Eine weitere Person, die komische Geschichten erzählt, ist Usher, der bei einer Radioshow über seine Zeit mit Diddy gefragt wurde. Als 14-jähriger Junge war er im sogenannten Flavor Camp, das Diddy gehört hat. Es war ein Camp für aufstrebende Künstler. Man merkt, dass Usher ein bisschen unangenehm ist, als das Thema Flavor Camp aufkommt. Der Radiohost fragt ihn ein bisschen darüber aus und sie kommen auf das Thema Frauen im Flavor Camp zu sprechen. Er fragte ihn, ob das Camp immer gefüllt mit hübschen Frauen war, worauf er nein geantwortet hat. Aber es haben in dem Camp Sachen stattgefunden, die er nicht verarbeiten konnte.
Er sagt, da sind viele verrückte Sachen passiert, die er als Kind nicht verstanden hat. Als er gefragt wurde, ob er seine Kinder in dieses Camp schicken würde, antwortete er niemals. Puffy Flavor Camp. There you go. To learn Flavor some Camp. Yeah, Flavor that's camp. What it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's gonna in the 90s. Do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. Hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. Nobody tried to. Years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Zu Usher gibt es noch einen kleinen Ausschnitt, wo Diddy mal aus Versehen preisgegeben hat, dass er zu dieser Flavor Camp Zeit als erwachsener Mann mit Usher, der damals ein Kind war, in einem Bett geschlafen hat. Dass man sich mal bei einer Übernachtung oder nach einer Feier mit einem Freund ein Bett teilt, ist für nicht so wohlhabende Leute wie uns was ganz Normales, wegen Platzmangel. Aber warum sollte man sich ein Bett mit jemandem teilen, wenn es doch genug Platz im Haus gibt? Das Merkwürdigste an der ganzen Sache war, wie Diddy es gesagt hat. Als ob es ihm aus Versehen ausgerutscht ist. Brother right here from day one, we used to wake up and, back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes, you know what I'm saying, before Paws was invented, you know what I'm saying, but it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early with me. Now he's one of the richest stars in the world. And Der Bruder von The Game hat ebenfalls mal einen Post gemacht, wo er angedeutet hat, dass Diddy und The Game was miteinander hatten. The Game und sein älterer Bruder Big Face haben seit Jahren keine gute Beziehung. Laut The Game stritten sie sich wegen Geld. Während des letzten Auftritts von The Game bei Drink Champs hat er nochmal deutlich gemacht, dass er und sein Bruder nicht befreundet sind und getrennte Wege gehen. Worauf der diesen Post hier gemacht hat. Auf dem Bild steht, vielleicht war es doch nicht meine Straßenkredibilität. Natürlich deutet er damit an, dass Diddy und The Game was miteinander hatten. Im Jahr 2018 hat 50 Cent auch ein paar krasse Behauptungen aufgestellt. Er hat zum Beispiel mal diesen Beitrag hier gepostet. Auf dem Bild sind Rick Ross und Puff Daddy zu sehen. Das war aber nicht der einzige Vorfall, wo er andeutet, dass Diddy eigentlich eine andere Richtung geht. Er wurde in den Breakfast Club eingeladen, wo er über einen weiteren Post gefragt wurde. Er soll gesagt haben, dass P. Diddy ist. Zuerst streitet er es ab, doch der Radiohost liest ihm den Post vor. When you continuously call Puff gay, does that affect your relationships in Hollywood? I don't call him gay. I said, let me read it, Fifth. Oh my God. Sorry, I can no longer. Peter's J. That's why he says things. He doesn't even know what he's saying. It's like fruity. Bevor es zur nächsten Story geht, müsst ihr wissen, dass über P. Diddy gesagt wird, dass er oft Rapper und Sänger zum Essen einlädt oder sie auf seine Kosten shoppen fährt, um danach eine Beziehung mit ihnen anzufangen. Er soll angeblich den Leuten, die was mit ihm haben, in der Musikindustrie weiterhelfen. Auf jeden Fall kam der Tag, wo P. Diddy 50 Cent ebenfalls zum Shoppen fahren wollte. Doch 50 Cent hat direkt gewusst, was abgeht und hat ihn gefragt, ob er Scherze macht. He said something to me one time, a long time ago. Oh, at Chris Lighty's wedding, he told me he'd take me shopping. I looked at him like, what'd you just say? Let me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. Auch hat 50 Cent ein Drink Champs Interview angesprochen, wo eine komische Szene entstanden ist. P. Diddy hat Nori Daddy genannt und was von einer Party erzählt, die sie zusammen hatten. Als er den Rapper Fabulous fragt, ob sie auch mal zusammen feiern wollen, sagte ihm der Rapper, dass sie ja schon mal zusammen gefeiert haben. Worauf Diddy antwortete, ja, aber nicht wie ich und Nori. 50 Cent deutet an, dass es keine normale Party war. Gleich gehen wir auf so eine Party kurz ein. He says something fabulous and he goes, yo, but me and you, we ain't party. Like, we need to party. What is he talking about? Why won't you party with me for your birthday, man? We party for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party, you know what I'm saying? Yeah, I love this drink. Will you put my bag? I like when you like this, Daddy. Yeah, will you put my bag? Daddy, I like when you scrambling and scraping for shit. No, I like that. You know, I'll be practicing. Auf die Anschuldigung von 50 Cent und das Video mit Nori hat Diddy auch reagiert. Er sagt, er hat die Situation anders wahrgenommen als die anderen. Für ihn war es nicht tuntig, was er da gemacht hat. I like when you do it like that, Daddy. When you scrambling and scraping for shit. I know I say like reckless stuff out my mouth. That's just not maybe, you know, adding up to with somebody who maybe somebody who's homophobic. But I'm not homophobic, and I really don't, you know, care. You know what I'm saying? 50, yeah. 50 came up here and he was giving you flack for the asking Fab to party. So he'll ask you to play the clip, man. No, but me and you ain't never really party. You know what I'm saying? I asked 50 about that. And he said you did the same thing to him. You asked him to take him shopping. Yeah.
I thought he needed some clothes. Viele haben nun behauptet, dass Nori für den Podcast, den er zurzeit macht, mit Diddy was hat. Wegen der vorhin erwähnten Party. Denn der Podcast Drinkchamps gehört eigentlich Diddy. Nori ist eigentlich für diese Gerüchte selber verantwortlich. Er hat vor ein paar Jahren mal ein paar Sachen über langfristigen Erfolg erzählt. Er hat davon gesprochen, dass wenn man in Amerika Platin geht und anfängt richtig Geld bei Auftritten zu machen, Leute kommen, die anfangen jemanden Sachen anzubieten. Er spricht von sexuellen Aktivitäten und Menschenob. You platinum and you getting 50,000 a show, I've been there. There's a door that you can walk in. I'm not sure if it's homo or if it's Illuminati. I just didn't take that though. I went straight. What do you mean? When you get to a level of success, when you getting 30, 40, 50,000 a show, you platinum, you running across the world. There's three different doors, right? There's three different ways to walk. Straight is you're on your own. Let's see if you continue this success, young man. Okay. Let's see if it's all about your skills, young man. Let's really see that. Okay. When you went straight. To the right, I'm not sure if that's the shit right there. And then there's to the left, I'm not sure if there's some sacrifice shit going on right there. I'm not sure because I went straight. But I was offered these doors. It's just you were offered some gay shit? No. I'm saying that. To the right, when I seen it, those was those guys over there. You know what I'm saying? Those different people, which I have no problem with. You know, that's y'all. You feel me? And I just chose to go straight. And I haven't been platinum since. Es gehen auch ein paar Geschichten über diese Sachen rum. Und warum man Leute dazu überreden will, so etwas zu machen. Eine davon ist zum Beispiel Kontrolle. Man lädt Leute zu komischen Partys ein, wo fragwürdige Sachen gemacht werden, filmt sie und kann sie dann mit den Aufnahmen abpassen. Man hat dann sozusagen Leute, die niemals interne Sachen preisgeben würden, weil sie sich selber an diesen Aktivitäten beteiligen. Von einer dieser fragwürdigen Partys hat mal Keith D erzählt. Er kennt sich in der Szene aus und berichtet ebenfalls von einer Party, wo er mal Diddy gesehen hat. Er wollte nicht genauer darauf eingehen, was da passiert ist, aber deutet an, dass viele Leute da in eine andere Richtung gehen. Und er diese Partys mit Geheimgesellschaften in Verbindung bringt. Seemed like Puff and Tupac was like a couple, seemed like to me. The vibes ain't there. I guess that's what Tupac was talking about, the Illuminati and shit. Yeah, it's just like a bunch of weird shit. That whole fucking, yeah, that shit weird, dude. You saying the whole party was weird. What did you see at the party that made it weird? I mean, I'm confused. I guess it was the Illuminati. Was denkt ihr über diese Themen? Glaubt ihr P. Diddy? Oder steckt ein bisschen mehr dahinter? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus.